Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ich möchte euch heute mal wieder ein Deck zeigen, mit dem ich sehr viel Spaß gehabt habe die letzten ein, zwei Tage. Nämlich ein Excavate Buddel Control Mage mit ordentlicher Rüstungsgenerierung. Ja, also eine richtige Value-Schlacht, wo auch mal wieder das ein oder andere 30-Minuten-Game rumkommt, das kann ich euch sagen. Ja, ich zeig's euch, wir reden ein bisschen drüber und das machen wir in wenigen Sekunden. Bis gleich. Hallöchen, ja, wieder ein Magier-Deck nach dem Rhino-Mage vor zwei, drei Wochen, aber ein sehr, sehr anderes. Magier, eine Klasse, die ich einerseits sehr hassen kann, das wisst ihr, glaube ich, alle, aber andererseits halt auch mit die coolsten Decks, aber die coolen Decks sind dann auch oft Off-Meta und nicht wirklich die T1, T2-Decks, das ist halt meistens so. Ja, Buddeln, ihr wisst, Buddeln, ich liebe dieses Keyword, großartiges, eins meiner absoluten Lieblings-Keywords, deswegen habe ich ja auch das Video gemacht, wo ich hoffe, dass der Buddel-Schamane überarbeitet wird. Hier jetzt also quasi ein Kontrolldeck des Magiers, ja, wo das Buddeln ausgenutzt wird, wo wir aber auch noch ordentlich Rüstungsgenerierung haben und Geppetto eine wichtige Rolle einnimmt, die nicht mal Combo oder OTK ist, sondern wirklich einfach nur zum Überleben beiträgt. Also ja, ein sehr, sehr cooles Deck. Wir gehen gleich weiter drauf ein. Kurz vorweg, hier ist der Hearthstone Deck Tracker, um euch zu zeigen, wir haben 18, 17 gespielt, also 35 Games. 51% Winrate. Und genau das ist das, was ihr, also, ne, das ist kein Meta-Breaker, das ist keine, ihr werdet schnell Legend-Deck. Das ist ein cooles, witziges Deck, wenn ihr ein paar Stunden Hearthstone spielen wollt und Spaß haben wollt, auf eurem Legend-Rang, auf eurem Diamant 5, Platin 5-Rang, wo auch immer. Und wenn ihr versuchen wollt, damit Legend zu werden, dann macht's natürlich, aber ja, also das ist hier kein Meta-Breaker und ihr rennt auf Legend, das ist einfach nur ein spaßiges Deck. Das sind die Decks, die ich euch meistens gerne zeigen möchte. Wenn ihr auf Legend rennen wollt, dann spielt halt Zahrimi Priest oder Fatigue Warlock. Die machen dann aber auch nicht so viel Spaß. Das verspreche ich euch. Ja, also dieses Deck ist im Endeffekt eine Value-Bombe mit mehreren Aspekten. Zum einen hat man den Discover-Aspekt des Magiers natürlich. Du hast die Glyphe der Urzeit, du hast die leere Schrift, du hast die, natürlich die Hauptkarte maximale Infinitisierung, die quasi maximal unendlich Value bringt, weil ihr die Karte ja immer wieder auf die Hand bekommen könnt. Das heißt, durch diese ganzen Karten discovert ihr euch mehr Karten und mehr Karten und mehr Karten, mit denen ihr dann entweder das Board cleart, mit denen ihr Druck macht, mit denen ihr Value macht oder. Da könnt ihr euch dann halt was aussuchen. Und das ist auch immer die Schwierigkeit bei solchen Decks. Man darf sich nicht im Discover verlieren. Das passiert mir auch ganz oft. Du verlierst dich im Discover, du discoverst noch mehr Discover und discoverst und am Ende hast du Value, aber du hast nichts gewonnen, du hast kein Board, du stirbst. Da muss man wirklich immer aufpassen im Magier, dass man sich nicht tot discovert. Dann hast du natürlich die Buddelkarten, also alle vier Buddelkarten sind drin, durch die du natürlich auch wieder Value machst. Also du bekommst eine 1-Mana, 2-Mana, 3-Mana Buddelkarte, die kannst du ja nicht discovern, da kannst du nur nehmen, was du bekommst. Und natürlich dann noch das Legendary, also du bekommst ja diesen Falken, der dir einen random 1-Mana-Titan gibt. Ich suche gerade mal eine Karte, dann kann ich euch die nochmal zeigen. Genau, hier den Azerith-Falken, erhaltet einen zufälligen Titan, der kostet 1. Also auch hier natürlich eine riesige Differenz an was man bekommen kann. Du kannst die unfassbar großartigen bekommen. Amantul, den Primus, ich würde sagen, der krasseste Hyrule, wahrscheinlich Sagras, weil Sagras ist ja nicht zu Unrecht der teuerste Titan. Okay, Eona ist teuer, Eona kann man auch bekommen. Eona ist aber manchmal schlechter als Sagras, also Eona kann natürlich unfassbar großartig sein, aber Sagras eventuell, wenn du ein bisschen Druck machen willst, wenn du gegen Krieger spielst und du brauchst die Taunts, ja, Sagras, glaube ich, meistens der größte Hyrule, Amantul, Primus, Eona, auch großartig. Natürlich kann man aber auch den vom Hunter, den vom Krieger oder den vom Schurken bekommen. Ist das schlecht für einen Mana? Natürlich nicht. Kein Titan für einen Mana ist schlecht. Aber trotzdem, die Spanne zwischen großartig und ist halt nur gut, ist halt sehr, sehr hoch. Also, du hast die Buddel- und Excavate-Karten, mit denen du dich, du hast die Discover-Karten, mit denen du dich halt so durchschlägst, du hast die Buddel-Karten, mit denen du dich halt so durchschlägst und dann hast du noch ein ganz wichtiges Paket, würde ich sagen, das ist die Rüstung, also gerade gegen Decks, die halt eher aggressiv sind oder die irgendwelche Kombos haben, kann man sich sehr viel Rüstung machen. Du hast den Arkan-Konstrukteur, der dir sehr viel Rüstung geben kann, zweimal natürlich, und noch viel wichtiger, du hast den Ice-Surfer, der dir sehr viel Rüstung geben kann und quasi alleine diese Karte viermal, weil er ja dann Mini produziert. Und dann kommt jetzt eben der Punkt, dann hat man Geppetto, der dir dann den Arkan-Konstrukteur wiedergibt. Geppetto gibt dir den Mini vom Ice-Surfer wieder. Geppetto gibt dir auch noch den Kobold-Minenarbeiter wieder. Also Geppetto gibt dir auch noch Buddel. Also Geppetto kann dir ganz, ganz viel Rüstung wiedergeben, kann dir auch nochmal Buddel-Support geben, dass man nochmal buddeln kann. Von dem her, Geppetto kann dann nochmal richtig Rüstung pushen. Und Mes Adune, auch eine sehr coole Karte, wurde ja auf 5 Mana gebufft.
5 Mana, gute Stats, zieht jetzt quasi eine Karte, die sie dann noch verbessert. Also wirklich eine solide Karte, die man in diesem Deck sehr gut spielen kann. Und wenn du mit Miss Adune halt den Eissurfer bekommst, hast du noch einen Eissurfer mehr, weil der sich ja aufsplittet. Dann hast du noch ein Mini mehr. Das heißt, es kann dann nochmal in unfassbar viel mehr Rüstung gehen. Von dem her wirklich, also ich hatte gestern auch teilweise mal 40, 50 oder 60 Rüstungen. Und 40, 50 oder 60 Rüstungen, wenn man dann ein Value-Game spielt gegen Priester oder gegen Krieger, und du kommst halt in Fatigue, kann das halt ohne Probleme der Grund sein, warum man eventuell gewinnt. Ansonsten natürlich noch AOEs, also ein Baustein sind auch AOEs, wobei das ist halt gar nicht so krass. Du hast die Hitzewelle, also fürs Early Game, um vielleicht mal gegen einen Paladin oder gegen einen Demon Hunter, die es nicht gibt, zu überleben, hast du mal noch eine Hitzewelle. Und du hast Sternmacht, Sternmacht einfach eine super krasse 5-Mana-Karte, die muss man einfach irgendwie spielen. Von dem her, ein paar AOEs sind drin, aber wie gesagt, krasse AOEs eigentlich nicht. Also wenn man unbedingt einen Blizzard braucht, wenn man unbedingt einen Flamestrike braucht, dann kann es halt sein, dass man mal Glück haben muss mit den Discover-Karten. So ist das halt, dass du halt da hin und wieder mal hoffen musst. Ansonsten als vielleicht einfach nur für sich stehende Karten ist Khadgar. Khadgar, sage ich immer wieder, eine der absolut besten Karten, die der Magier zu bieten hat für solche Decks. Nicht, weil man ihn spielt und er rettet dich, sondern weil du ihn spielst und er bringt über 5, 6 Runden einfach Value. Also wir haben gestern wieder mal den Spaß gehabt, Spiegelbild Khadgar. Ich habe so oft, Khadgar hat so oft Spiegelbild gecastet und wie auch, selbst der Gegner spielt Rino, ich habe keinen Platz auf dem Feld und Khadgar macht trotzdem Spiegelbild. Also ja, Khadgar hat gestern auch super oft absolut verkackt. Trotzdem, wenn du bedenkst, dass er über 6 Runden macht er Feuerbälle ins Gesicht des Gegners, clearet er eventuell das Board, gibt dir eine Eisbarriere, gibt dir Counterspells. Also du hast einen 6-Mana-5-5er, der einfach 6-mal was Vernünftiges macht. Das ist einfach sehr, sehr stark. Aber ihr dürft ihn halt nicht als Oh-Shit-Button sehen. Manchmal muss man das vielleicht, also manchmal muss man Khadgar spielen und der muss dann den Blizzard machen, dann ist das eben so, wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber insgesamt ist es halt eine sehr starke Karte für das über die Runden gesehen. Und Ziliex, die zweite Karte, Ziliex ist einfach so mächtig, dieser 8-Mana Ziliex mit allen Keywords ist so eine nervige Karte. Also Khadgar und Ziliex sind wirklich so für sich stehen einfache quasi Kontrollkarten und der Rest passt irgendwie zusammen. Du hast das Discover-Paket, du hast das Buddel-Paket. Oder du hast das Rüstungspaket, irgendwie, so kann man das irgendwie zusammenfassen. Und das setzt sich einfach zu einem relativ netten Kontrolldeck zusammen. Wie gesagt, wir haben gestern einen Rhino-Worry outvalued bis ins Fatigue. Ja, er hat Brand nicht sofort gezogen. Ja, ich hatte nur 3 Dynamite. Das muss halt dann mal passieren. Trotzdem, wir haben einen Rhino-Worry fatigued. Wir haben einen Control-Priest, also einen Rhino-Priest fatigued. Also wir sind mit dem Rhino-Priest ins Fatigue gegangen und haben das gewonnen. Du kannst gegen einen Paladin überleben und gewinnen. Du kannst gegen einen Warlock überleben und gewinnen. Und genauso kannst du gegen einen Paladin und einen Warlock ins Gesicht bekommen. Und genauso kannst du gegen einen Worry und gegen einen Priester natürlich über Value verlieren und wirst halt auseinandergenommen. Das kann alles passieren. Das hier ist kein T1-Deck, das ist kein, wie gesagt, kein Meta-Breaker insofern. Aber ich würde sagen, du kannst gegen alles gewinnen, weil du gegen alles überleben kannst. Und du kannst gegen alles gewinnen, weil du auch das Value produzieren kannst. Gerade halt, wie gesagt, gegen Krieger zum Beispiel, da mal einen Ein-Mana-Sagaras zu bekommen, der dir dann die Taunts gibt, wäre halt mega. Oder der Ein-Mana-Sagaras, der eventuell mal das fette Board cleart, was du sonst nicht clearen könntest. Da ist halt auch immer ein bisschen. Es ist an jeder Ecke ING, das müsst ihr halt mögen. Deswegen, also wer natürlich nur, wenn ein knallhartes Deck haben möchte, aufs Gewinnen ausgelegt, ich mache immer dasselbe, da ist das hier wirklich das Letzte. Wer ein spaßiges Deck haben möchte, mit jedes Game ist anders, jedes Game findet man andere Karten und jedes Game kriegt man andere Titanen. Für den ist das hier dann genau das Richtige. Das ist halt Präferenz und ich kann das verstehen. Übrigens, glaube ich, eigentlich wollte ich das am Anfang sagen, ich habe das Deck hier Mehrgrad Mage genannt, weil genau das ist die Person, von der ich das Deck bekommen habe. Also Mehrgrad, ein Zuschauer unseres Kanals, macht immer beim Mobius-Turnier mit. Sonntag, Mobius-Turnier, 15 Uhr immer. Und da hat er das Deck gespielt, da habe ich es gefunden, dann habe ich es mir geben lassen. Also ja, das Deck ist von Mehrgrad, hat er selber gebaut. Also nochmal Props an ihn. Wollte ich einfach eigentlich an den Anfang packen, habe ich da irgendwie vergessen. Aber ich denke mal, ihr habt ja alle bis hierhin geguckt. Ne? Also Mehrgrad, das ist der Erfinder dieses tollen Decks hier und wirklich sehr spaßige Geschichte. Fizzle habe ich noch nicht erwähnt. Ich meine, Fizzle macht das Foto. Also auch hier natürlich, wenn ihr 6, 7 Karten fotografiert und die sind alle genial, kann Fizzle natürlich auch nochmal absolute Value-Granate sein, die dann vielleicht in solchen Krieger- oder Priester-Games den Unterschied macht. Du kannst es wirklich schaffen, also wirklich, was auch witzig ist, du kannst es wirklich schaffen, diesen Vogel hier, also dieses Ding hier, kann man auch 3-mal bekommen. Also du kannst es wirklich schaffen, 12-mal zu buddeln, dass du den 3-mal, es passiert nicht oft, aber absolut möglich, dass das funktioniert mit Discover-Karten, dass du halt nochmal, hier den Spell hier, also den Spell kannst du nochmal discovern oder du machst halt mit dem Foto, findest du Buddelkarten und so weiter und so fort. Also absolut möglich, dass das wirklich funktioniert. Mit Geppetto kriegst du, wie gesagt, nochmal diese Buddelkarten wieder. Das heißt, ja, 12-mal buddeln ist in absolut krassen Games tatsächlich möglich und natürlich eine sehr witzige Geschichte. ETC hatten wir noch nicht. In ETC sind ganz verrückte Sachen drin teilweise. Also die Viper ist nicht verrückt, das ist ja eine absolute nicht verrückte Teil. Natürlich Viper
gegen den ETC, gegen den Ignis oder so, immer wieder mal ganz wichtig. Ansonsten, jetzt kommen zwei verrückte Sachen, Coversängerin und Gedankenkontrolleur, und hier könnt ihr auch absolut was anderes spielen. Also, wenn ihr andere Dinge spielen wollt, dann spielt andere Dinge. Ihr müsst niemals diese Karten spielen. Man kann hier noch vieles ändern, denke ich. Coversängerin ist mal ganz witzig. Du kannst halt einen Titan vom Gegner kopieren. Amantul oder Sagras. Sagras bringt es nicht, aber Amantul oder Primus kann man halt mal kopieren. Ist ganz nett. Gedankenkontrolleur, tatsächlich keine so schlechte Karte. Ich sag's euch ehrlich, man könnte wirklich mal drüber nachdenken, ob man in einem Rhino-Deck vielleicht den Gedankenkontrolleur mal spielt. Denn die Karte ist wirklich ganz funny und hier und da echt mal stark, wenn man damit mal so einen Ziliex klaut, der sonst nicht zu klauen wäre oder nicht zu töten wäre. Ist wirklich, also im ETC eine witzige Karte, wirklich ganz eine coole Überlegung. Und vielleicht im Rhino-Deck wirklich mal als eine Karte, könnte man auch mal drüber nachdenken. Ist nicht so schlecht und wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, diese Karte. Aber ja, das sind die Karten hier drin. Absolut natürlich zu ändern. Und auch hier, also hier kann man wirklich noch einige Karten, warum nicht was anderes ausprobieren? Ich denke mal, die eine oder andere Karte kann man switchen, wenn ihr das gerne mal ausprobieren möchtet. Gute Matchups, also ich würde sagen, dieses Deck ist am besten wirklich gegen Midrange-Decks, die nicht zu schnell sind. Also wenn Decks zu aggressiv sind, dann ist man, glaube ich, ein bisschen langsam. Diese krassen Value-Decks wie Krieger oder Priester kann man, wie gesagt, outvaluen, aber ich denke, sie haben einen Vorteil. Also ich denke, Krieger oder Priester sind dir eher ein bisschen überlegen. Das heißt, die besten Decks wären wirklich so einen Buff-Paladin oder einen Buff-Todesritter oder einen Rhino-Schamane. Also Rhino-Schamane ist ja kein richtiges Kontrolldeck, es ist eher ein Midrange-Deck. Und gerade diese Frösche, also diese fetten 7, 7er, 8, 8er Frösche, die er macht, kannst du halt ohne Probleme einfrieren. Also ja, so Midrange-Decks wie Buff-Paller, Buff-Todesritter, Rhino-Schamane, das sind somit die besten Matchups. Die gibt es leider nicht ganz so oft. Und man muss halt lieber wesentlich öfter gegen einen Priester oder gegen einen Krieger ran. Die kann man aber schlagen und zumindest kann man seine Karten spielen. Also man verliert eventuell nach 25 Minuten. Das kann auch sehr frustrierend sein. Aber zumindest kann man seine Karten spielen. Man kann das covern, man kann vor sich hin eiern. Und eigentlich hat man dann auch ein ganz cooles Game. Wenn man die natürlich immer verliert, dann nach 30 Minuten, kann das natürlich auch auf Dauer dann irgendwann mal frustrierend sein. Gut, ich will jetzt auch gar nicht mehr sagen. Eine Sache vielleicht noch, Dirty Red ist einmal drin. Das wäre zum Beispiel eine Karte, wenn ihr sagt, ihr wollt gegen Krieger halt eher gewinnen, vielleicht Dirty Red zweimal spielen, dafür vielleicht eine Hitzewelle raus oder so, keine Ahnung. Also Dirty Red wäre auf jeden Fall eine Karte, wo man sofort überlegen könnte, die spiele ich zweimal, weil damit kann man halt vielleicht die eine oder andere wichtige Karte blockieren, kontern. Gerade gegen Krieger eventuell wäre sofort so eine Option, wo ich sagen würde, ja, kann man vielleicht überlegen. So, Deck ist wie immer in der Beschreibung über den Donkey-Link zu finden. Ich poste euch aber auch den Code so einmal, dann könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Viel Spaß damit, wenn ihr Bock auf dieses Deck habt. Danke, Mehrgrad. Wir werden wahrscheinlich heute on-stream auch nochmal spielen. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen an Infos, die ich euch mitteilen kann. Und dann sehen wir uns hier auf YouTube oder natürlich auf Twitch. Bleibt gesund, bleibt friedlich. Bis dann. Ciao.